Tag, zum nächsten Krankheitstag. Mein Vater war heute Morgen auch schon da, hat uns die von meiner Mutter gekaufte Apotheke gebracht. Ah, nee, ja. Jetzt mache ich mir gerade was zu essen, also eine Ofenkartoffel. Und werde mich dann zum Lesen zurückverziehen. Entschuldigung, gerade einen Film geguckt. Schule von Gut und Böse oder so heißt er. War sehr gut, war sehr gut. Und wie es aussieht, gibt es auch eine Fortsetzung zumindest. Das war erst der Anfang. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und so ganz anders, als man sich vorstellt. Also, da kommt am Anfang, also das heißt am Anfang, relativ am Anfang, schon eine Wendung, wo man denkt so, ernsthaft? So gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, es gibt ja auch da ein bisschen um Märchensachen und sowas, was aber nur so angehaucht ist, was ich in Ordnung finde. Ah ja, es ist großartig, es ist wirklich großartig. Ja, haben wir beide ja gemacht. Auf Netflix. Genau. So, jetzt müsste mein Essen schon piepsen und dann Quark drauf und fertig ist der Mist. Es ist schon nach 18 Uhr. Ich habe heute auch wieder nicht viel gemacht. Aber ich habe gerade ein bisschen geschrieben und sogar mehr, als ich ehrlich wollte. Ich wollte bloß die Seite füllen auf dem Blog. Hab dann aber noch zwei Seiten weitergeschrieben. Jawohl. Ich sage dieses eine. Na egal. Es nimmt Form an. Sagen wir es so. Mehr Seite zum Schreibtagebuch. Und ich habe halt auch kein Video geschnitten. Nichts, gar nicht, null. Was mir danach einfach nicht war. Ich hatte dann einen halben Tag mit so einem Pieksen und Kopfschmerzen zu tun. Dann hat irgendwann der Kaffee geholfen. Ich muss also nachher auf jeden Fall nochmal einen Tasse trinken. Ja, ich bin halt immer noch verrotzelt. Ne? Es ist einfach noch so alles schlappidappi. Aber dafür lese ich ganz gut weg. Also ich bin jetzt hier schon gut weit oben. Man sieht gar nichts. Ich kann nicht auch sagen, welche Seite, weil ich gerade drauf gucke. Ich bin das jetzt 159. Von wie viel, keine Ahnung. Ja, liest sich immer noch super. Ist spannend. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war jetzt auch nur ein Doppelmoppel. Ah, egal. Dann ist wieder unterwegs. Habe ich wieder Kostüme zurück. Genau. Oje. Und mein Vater war ja heute da. Hab ich erzählt, ich glaube schon. Und ich habe dann, also wir haben ja diese Ladung von Medikamenten gekriegt, den habe ich in dem Zuge gleich mal, weil wir es meist jetzt auch gar nicht brauchen, weil wir haben ja noch. Aber es ist ja quasi Reserve dann schon wieder. Meine Mutter, ne? Fragt, ob wir alles haben. Ich sage ja, bis auf Kopfschmerztabletten, diese Zröhrchen, also diese Brausetabletten-Dinger. Wo sie dann meinte, sie packt welche rein, was sie nicht dabei war. Egal. Aber alles andere hatten wir noch. Und deswegen ist jetzt alles andere da, was wir schon haben. Deswegen habe ich es im Medizinschrank gepackt und im Zuge dessen gleich mal den ganzen, das Schränkchen ausgemistet, was da alles weg kann, also was abgelaufen ist und so Krams. War doch ein bisschen was. Jetzt ist da wie alles wieder ordentlich, ich habe alles noch ein bisschen anders sortiert als vorher. Jetzt ist es da ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Vorher war einfach nur Stopf rein. Jo. Und jetzt ist auch oben drauf, liegt nichts mehr, steht nur eine Flasche, die nicht reinpasst, weil sie zu groß ist. Aber ansonsten ist da nichts mehr, was auch schon mal schön ist. Vielleicht mit ausgewischt und sowas alles. Ein bisschen was zumindest gemacht. Genau. Wir haben jetzt erstmal alles einsortiert. Für den Fall, dass wir das brauchen. Wir hatten noch brauchen was nicht, weil wir haben ja noch. Bitte? Ja. Ätzend. Echt ätzend. Ich hasse Erkältung. Das ist immer einfach so, man fühlt sich einigermaßen okay, aber jede Handbewegung oder Fußbewegung oder was hat man, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, die Bewegung, ist dann doch so. Ach Mann, ey. Ja. Ich bin froh, dass diese Kopfschmerzen weg sind. Ich habe für alles Mögliche versucht, aber keinen Kaffee getrunken. Das war der Fehler. Ich hatte gestern nämlich nur morgens, ich hatte auch keinen Appetit auf Kaffee gehabt. Ja, so null. Dann habe ich gedacht, okay, komm, ich probiere es mit Kaffee. Es ging, beim Trinken ging es dann tatsächlich. Ich habe gestern Morgen eingetrunken und dann bin ich halt nicht mehr. Und es war auch nicht tolle Kopfschmerzen, es war einfach nur wirklich hier so ein Pieksen. Ja, und dann hat das tatsächlich geholfen. Verrückte Sache. Egal, manchmal ist. Das sehen wir auf jeden Fall gleich bald demnächst nochmal eine kleine Tasse.
Und dann sollte es hoffentlich sein, dass ich morgen keine Kopfschmerzen habe. Ja, ich werde mir gleich auch Abendbrot machen. Brot halt. Und Gemüse. Jo. Tanja meinte vorhin, das ist total komisch, wir haben ja schon gegronkt. Also, wir haben Gronkh vorhin schon geguckt. Das ist total doof, das war eigentlich immer das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, wenn ich nach Hause komme, wir gucken Gronkh. Auch nett eigentlich, das zu sagen, ne? Also, meistens gefreut, dass ich, egal. Ich habe auch immer gedacht, oh, gleich kommt ihr nach Hause, gucken Gronkh. Das war irgendwie so, jetzt das haben wir schon geguckt. Naja. Hätten wir es auch aussparen können. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Es ist auch wirklich so, ich habe mir abends immer so Snackteller gemacht und habe mein Abendbrot gegessen währenddessen und dann haben wir es geguckt, aber gut. Völlig Wumms. Oh. Ja, gut, ich werde mir jetzt mal was zum Essen machen und dann weiterlesen. Und ja, nicht allzu viel mehr heute machen wahrscheinlich. Mal gucken, was ich noch so hinbekomme. Schonen, ne? Immer noch schonen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hört man das einmal. Also ich selber höre mich selber ganz, ganz furchtbar mit meinem Nasenzeug. Ich weiß nicht, wie dieses Video klingt. Ich habe alles geschnitten mit meinen Erkältungskrams. War ja dann noch nicht wirklich. War ich da schon krank? Habe ich schon einen Vlog geschnitten, wo ich schon krank war? Oder nur den Vlog, wo ich gedacht habe, ich werde krank? Bin mir gerade nicht sicher. Donnerstag schon geschnitten ist. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade keinen Nerv zum Videoschneiden. Dann ist es mal eine Zwangspause. Tut mir leid. Aber so ist halt. Wenn es einem nicht gut geht, sollte man es auch lassen. Der merkt es auch gerade komplett aus. Also der andere rechnet erstmal noch an, ist aber auch gleich wieder aus. Und ja, da sitze ich auch kaum dran. Mein Handy liegt auch drüben irgendwo. Bin ich auch kaum dran. Also, ja. Dann lese ich doch lieber. Und ich habe mich vorhin am Fensterbrett gestoßen. Ich wollte die Heizung ausmachen, die noch aus ist, weil die Tür wieder offen. Katze wollte raus und so. Na, Katzen. Kater, Katze. Nun liegt hier vorne. Und habe mich da am Fensterbrett gestoßen. Aber ich dachte so, erst hat so, oh, tut weh. Ich so, naja. Und dann habe ich gemerkt, dass da Haut ab ist. Ach, dann so, naja. Und dann sprudelte das Blut daraus. Ich so, okay, ich glaube, ich mache ein Pflaster drauf. Tut es auch gar nicht mehr weh, aber was ich im Moment für ein Pflasterverschleiß habe, irgendwie ständig, weiß ich was auch nicht. Sonst habe ich, weiß ich nicht, wochenlang, monatelang kein Pflaster. Ja, und diesmal habe ich gefühlt jede Woche ein Pflaster irgendwo. Egal. So, jetzt aber Abendbrot. Habe erst noch ein bisschen gewirbelt, Katzenfutter eingeräumt und sowas, alles, was schon eine Weile wieder rumgestanden hat. In Kisten. Morgen kommt hoffentlich endlich die Ersatzlieferung bei uns an, die ja wieder mal nicht ankam, sondern in Filiale geliefert wurde. Dann hat es ein neues Zustand gemacht und es wurde halt abgeholt. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, ob der morgen wirklich hier ankommt, auch klingelt. Und nicht wieder an der Straße stehen bleibt mit dem Karton und den Zettel nicht in den Briefkasten schmeißt, sondern per Post zustellt. Ja, wir werden es sehen. Es ist echt unfassbar, wirklich. Dieses Katzenfutter möchte nicht zu uns. Furchtbar. Egal. Es ist nicht so, dass wir nichts haben, aber es sind halt die Dreamies dabei, also die Leckerlis, wo wir ja schon einen Ersatz kaufen mussten. Also Zwischenlösung und überhaupt, weil ganz ohne geht halt nicht, ne? Und eine Sorte für den Frühstücksessen quasi ist da mit bei noch. Ich weiß gar nicht, was noch bei ist. Ist das nicht sogar alles? Oder sind da auch noch Mia More Dosen bei? Weil wir haben zwei verschiedene Sorten hier. Ich dachte, der hätte mehr geholt. Kann sein, dass da auch noch was mit bei ist. Weiß ich nicht. Es ist, ja. So ist dem. Na gut. Zwischendurch kamen mir zwei andere Pakete noch hier an, die wir später bestellt hatten, weil es ja klar war, dass ich hier irgendwas nicht mitkomme zum Einkaufen diese Woche, weil dann klar, dass ich auch krank werde. Und somit wollte Daniel kein Katzenfutter bei Fressnapf kaufen, also die Schälchen, die wir mal haben, hat er hier auch nochmal bestellt. Und Katzenstreu, das kam inzwischen ja auch noch an. In zwei verschiedenen Sendungen. Nur das andere. Dass einmal eine Packstation versumpft ist, wo keine Benachrichtigung da war und dann in der Filiale. Und weil er es ja nicht abholen möchte da, weil er die Filiale nicht mag. Oder sich abbuckeln möchte damit, hat er dann Zustand gemacht. Ich hätte es ja einfach abgeholt. Also, wenn ich er wäre. Ich kann es nicht abholen, das ist zu schwer. Außerdem war ich eh krank. Also, ich bin immer noch krank. Ja.
Aber ich sag gleich, wenn das nächste Mal wieder da ist, dann weiß ich nicht, schleppe ich ihn da selber hin und wir holen diesen Scheiß da ab. Ganz ehrlich. Ja, das geht nicht. Und dann muss es ja mal hier ankommen. Spannung steigt also morgen. Gucken wir mal. Ich werde berichten, ne? Jetzt auf dem Weg nach Hause. Müsste eigentlich auch gleich hier sein. Also gleich, weiß ich gar nicht. Ich habe angerufen, ich weiß es nicht. Wer müsste ja bald hier sein? Genau. Ich glaube, ich mir heute nichts mehr außer lesen. Oh. Reicht. Reicht. Ja. Nee, sonst ist erstmal nichts weiter. Die Katzen sind irgendwie im Schlafzimmer. Boom. Die haben bloß gerade rumgewuselt. Eben gerade ist sie auch. Von meinem Zimmer ins Schlafzimmer. Immer hin und her. Ich glaube, dreimal hin und her oder so. Das Sachen. Und wenn wir so stehen bleiben, und wieder weg sein. Aber was für ein Tempo? Fragt mich nicht. Ja. Auch als Katzenfutter eingeräumt habe, diese. Die haben sonst auf der Couch. Ganz friedlich. Mir hat dann Muni einen Popo-Klaps gegeben auf dem Flur und ne. Und danach ist Muni durchgedreht mit Spielen hier und Spielen da und Wusel hier und Wusel da und gucken, was mache ich denn da? Mia kann auch noch gucken. Dann ist Mia rüber, dann ist sie hinterher so ein bisschen so um die Ecke. Linz, wo ist sie hin? Was macht sie da? Kann ich mitgehen? Oh. Ja, das war sehr wuselig. Und immer wieder raus auf dem Flur, was mache ich denn da? Ja. Jetzt sitze ich hier alleine. Jetzt ist hier keiner mehr. Ist ja auch nicht mehr so spannend, ne? Wenn man jetzt hier nur noch rumsitzt. Mann, 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 Mann. So ist halt. Na gut. Ich werde jetzt weiterlesen. Ich habe noch nicht so viel gelesen, weil ich die ganze Zeit gewuselt habe. Noch nicht mal, also doch 10 Seiten habe ich geschafft jetzt. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ach, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Katzenfutter einräumen, hier noch wuseln, dann noch wuseln, hier liegen Flaschen rum, die kann ich noch rausbringen. Also ich glaube, ich bin wirklich krank, wenn ich hier irgendwie gucke, was kann ich hier noch aufräumen, was kann ich hier noch. Was stört mich gerade extrem? Es stört mich immer noch einiges extrem. Ich muss trotzdem erstmal wieder. Vielleicht mache ich ja noch was. Vielleicht lege ich nachher noch die Riesenladung Wäsche zusammen, die noch rumliegt. Kann auch passieren, weil ich bin gerade so, eigentlich seit gestern, und ich wollte den ganzen Tag schon machen, dass ich hier richtig schön wirbel. Aber dann kamen die Kopfschmerzen, haben mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die sind jetzt zum Glück seit Stunden weg. Und ich habe hier diesen Wunsch, hier zu wirbeln und zu machen und zu tun und ja. Mal gucken, was ich noch so wirbeln kann. Außerhalb von Zonenreinigung und Co. Mal gucken. Es gibt ein paar Baustellen, natürlich gibt es gibt immer ein paar Baustellen. Die gibt es ja hier sowieso. Aber ja, der Couch sieht auch viel aus wie Sau, sieht auch immer noch ein bisschen, aber den Rest muss dann wieder kriegen, weil ich nicht weiß, wohin mit seinem Kram. Also ist hier eine Hälfte, ich kann es euch hier mal zeigen, hier eine Hälfte sieht gut aus. Oder einigermaßen, das ist meine, sag schon, Medizinecke. Und warum ist der Fokus jetzt so doof? Wartet mal, ich komme gleich wieder. Ja, keine Ahnung, was das war. So, ja, wie gesagt, hier, ich. Wischen müsste man auch mal, das müsste ich nachher machen, wenn er hoffentlich den ganzen Kram mitgeräumt hat. Und meine Medizinsammlung, mein Kaffee, mein Glas, was gerade leer ist. Aber ja, man sieht so nur die Hälfte. Sein Zeug, mein Zeug. Ja, ich hoffe einfach, dass er es nachher auch noch wegräumt. Wäre sehr schön, dann kann ich da damit rüberwischen. Und dann ist der Couch auch wieder schön. Weil es nervt mich jedes Mal. Wenn ich bin ja auch nicht ganz unschuldig dran, das gebe ich ja zu. Aber trotzdem ist meins immer noch überschaubar, ich krieg schnell weg. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Schreibzeug, was ich jetzt habe, habe ich jetzt hier unten hingestappt. Das heißt, da ist halt so ein bisschen Stifte und so. Und hier ist dann halt, was ich gerade so schreibe. Ich denke, das ist ganz gut, wenn man es da einfach nicht mehr irgendwie hier auf der Couch oder auf dem Tisch, dann ist da unten drunter. Und ich kann es mir rausnehmen, wenn ich es brauche. Weil das ist ganz gut. Also in der Kiste sind nur Batterien, ausschließlich Batterien. Ich glaube, die ist auch inzwischen halb leer. Aber gerade zur Weihnachtszeit oder so ist die immer voll mit Batterien, weil man da 1000 Batterien überall braucht. Das heißt, wir müssten auch wieder aufstocken bald. Der Weihnachtskreis kommt ja bald wieder. Ne, schnell, wir wissen es. Nicht mehr lange hin. Oh, heute in 2 Monaten. Verrückt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke. Genau, heute in 2 Monaten. Last Christmas. Egal. Nicht singen, wenn man krank ist. Das klingt noch schlechter, als wenn man gesund singt. Oder ich zumindest. So. Das ist aber genug gequatscht, ne?
Ich würde mal sagen, ich trinke meinen Kaffee noch aus, um dann noch was zu trinken und lese. Und warte auf Daniel vor allem. Ja, genau. So sieht der Plan für heute Abend. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich wollte eigentlich auch Lektorat irgendwas machen, aber dann habe ich doch keine Nerven dafür gehabt. Ich habe auch keinen Lockerschnitt und nichts. Eigentlich wollte ich heute ganz viel anderes Zeugs machen, aber irgendwie war mir das Haushaltsgedönsi ist doch ein bisschen wichtiger, weil es doch sehr viel liegen geblieben ist, wenn man ein paar Tage überhaupt nichts gemacht hat. Ja, war mir das gerade doch mal. Ich fühlte mich einfach gerade nicht mehr wohl hier in so einem Saustall und deswegen dachte ich, nö, das muss jetzt mal hier wieder weg. Richtig, richtig. Und dann werde ich vielleicht heute noch weitermachen oder spätestens morgen. So, jetzt gehe ich wieder zurück in den Harz. Ich bin gerade im Jahr 1666. Zwischendurch aber auch im Jahr 1999. Ja. In den beiden Jahren spielt das Ganze. Kann man ja schon mal so anmerken. Zumindest im ersten Buch ist das so. Wie die anderen Bücher werden, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ja. Da gehe ich jetzt zurück ins Jahr 1666. Bis denn. Auch mache ich die Kamera aus, bin ich nicht mehr alleine. Er hat einen Karton gefunden. Diablo! Als früherer FDP-Vorsitzender Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig, einst über die Grünen sagte, diesen weisen Satz. Was ist denn? Du bist beobachtet. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera das wirklich pink aussieht. Hier sieht es irgendwie gerade weiß aus. Außer dein Hals, der ist pink, aber ansonsten sieht das auch nicht so pink aus. Es kann natürlich im Video wie anders aussehen, ich weiß es nicht. Hübsch sieht es aus. Ja, wird auch mal elegant aussehen. Vor allem mit dem Video dazu, das passt wunderbar. Ja, natürlich. Ne? Farblich abgestimmt, Ja, passt. nein, nein, nein. Modern. Ne? Ja. Wunderbar. Ja. Hier ist was los.